So, los. So, mal gucken, was uns da oben erwartet. Ich habe übrigens zwischendurch schon Kneipenschlägerei Stufe 3 gestartet. Mhm. Ach, schön, dass du schon mit den Raketenwerfer durchlädst. Du alter Pirat. Was macht denn deiner so Schaden eigentlich an den Raketenwerfer? 25.000, glaube ich. Ja, 25.000 Explosionen. Weil der Explosionspart, glaube ich. Hat 25.000? Ja, warum? Ja, weil man nach die 48.000. Ach ja, du hast ja auch. Ja, deinen haben wir doch aus der Kammer geholt. Das war doch der, der ganz unten unter dieser Pyramide rumlag. Achso, stimmt. Deiner war sowieso ein bisschen besser. Warte mal, mir fällt übrigens gerade ein, du musst dich heilen, sagst du, ne? Stimmt. Diese Fähigkeit ist zu nichts nutze, außer dafür vielleicht. Weil wann verwendet man das sonst mal im Kampf? Ich habe auch also das andere gelevelt. Ich muss auch mich hier auch nochmal reskillen. Wir haben übrigens die unglaublich riechenden Abwasserkanäle gefunden. Mhm. Ach, Moxie ist die Sponsorin. Kick einer Schau. Hier gibt es übrigens zwei Waffenkisten. Und nun, die barbarische, wunderschöne und vollbusigste Sponsorin in der Geschichte Pandoras. Oh. Mist, Moxie! Blicke können töten. Hast du mich vermisst? Na, wir können mit ihr reden. Ich habe gerade ein Getränk in der Hand. Das ist doof. Nee. Hallo. Pyopete ist tot. Es folgt ein Treffen mit deinem Sponsor, Moxie. Hey, 25. Ey, lange können wir uns eine Waffe leisten. Danke schön, dein Herzchen. Tja, du willst an den Inhalt der Kammer ran. Und wenn ich bedenke, wie bestürzend lang es her ist, seit ich meinen eigenen Kampfring hatte, will ich Tox Kolosseum für mich haben. Wir sollten Partner werden. Hätten beide was davon. Geh zu unserem Hauptplatz. Finden wir eine Strategie aus. Na, die Schrotflinte ist so ansatzweise brauchbar vielleicht. Eventuell. Na toll. Wow. Oh, die Pistole. Die Pistole. Die nehme ich mit. 2000 Schaden ist, die sind alle gar nicht so schlecht. Also die Pistolen, die es hier gibt, die sind, glaube ich, da könnte man drüber nachdenken, die zu benutzen. Also die macht 2000 Schaden und hat Feuerschaden, also. Macht die 2000 Schaden? Ja, welcher? Guck mal, wie du siehst. Problem ist, die hat nur 9 Schuss im Magazin und verbraucht 2 pro Schuss. Boah. Was soll's? Was haben wir hier noch? Feuerstoß während des Zooms, das ist Quatsch. Hocheffektiv gegen Schilde. Die macht 1500 und Feuerschaden. Naja. Hm. Ich nehme mal die restlichen auch noch mit hier. So, meine Moxie. Was? Ja, beruhige dich. Wo geht's denn jetzt hier? Müssen wir jetzt hier wieder. Achso, Tür. Abwasserkanäle. Ach, schade, das ist natürlich ein bisschen doof, weil wir jetzt nämlich. Können wir noch in die Bar wieder rein? Nee. Schade. Weil nämlich diese Missionen, die bringen halt immer noch von diesen Torchpunkten welche, ne? Ja. Weil ich möchte mal kurz gucken, wo wir rauskommen. Wenn nicht, würde ich sagen, machen wir noch mal kurz einmal Bar, dann kriegen wir noch mal 10 von diesen Punkten oder vielleicht sogar noch mehr. Ist ja schon die dritte Runde. Müssen doch mal die neuen Waffen ausprobieren. Ich jetzt, so, du hast also einen anderen Sponsor. Was ist jetzt hier? Hä? Ist ja putzig, Baby. Aber ich draußen? Sage dir, du bist trotzdem nur ein Held. Ja, draußen. Söldner mit Muskeln, so schlapp wie verkochte Suppennudeln. Meine Brustmuskeln lachen nur über dich. Hörst du? Ah, ja. Oh, Pandora-Zeichen. Ich weiß zwar immer noch nicht, was das bringt, diese Dinger zu finden, aber. Ach so, in jeder Map gibt es wahrscheinlich 2 von diesen versteckten Zeichen. Also hier ist zum Beispiel 1 hier in dieser Mauer. Also, da. Lebenspunkte, yay. Ach so, hier sind wir noch gut. Wir können doch nochmal in die Bar rein. Die ist ja gar nicht so weit weg von hier. Das ist ja. Sind ja quasi nur 5 Meter. Oder? Hä? Wo sind wir? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo wir sind. Ich verliere in dieser verdammten Stadt immer die Orientierung. Von da sind wir doch gekommen, oder? Ja, ich bin mal wieder auch doof wie immer, weil. Nee, nicht Plan B. Da. Da lang. Gut, dass ich vorhin das Tor runtergelassen habe, weil das sparte ziemlich viel Weg, weil das ist. Wo ist denn das hier? Es müsste da vorne rechts sein, da wo das Ellie's Junk das Schild rumsteht. Ja. Guck mal, ein Motorradgänger. Natürlich sind die feuerresistent gewesen. Noch einer? Die fahren ja nicht verflucht langsam, die Gänger. Und weißt du was? Warum ärgere ich mich mit dem Scheiß? 213 Erfahrung plus? Yay. Ist mal ein sicheres Zeichen dafür, dass wir die umgehauen haben. Ja, die Pistole hier, ich bin mal. Na, müssen wir gucken. Jetzt wenn mal so ein Maschinengewehr wäre halt echt noch gut mit ordentlich Schaden.
Also Feuer vor allen Dingen. Na, so. Mal schnell den Barkampf. Kneipenstegerei. Wie viele Levels es wohl davon gibt? Wahrscheinlich 20. Ne, ich glaube nur 3, oder? Ja, hoffen wir, also nach denen hier würde ich definitiv Schluss machen mit dem mit der Kneipenschlägerei-Geschichte hier. Das ist ja. Es ist ein guter Tag. Warum? Amüsant? Na, sag mal, Gleiche! Du kannst spielen, du mal das Gleiche. Na, ist ja woanders, aber das ist ja immer die gleiche Kneipe. Warum geht das hier eigentlich nicht los? Gib dich zur Sammelstelle? Achso, warte mal. Warte mal, die Sammelstelle sind wo? Hä? Warte mal. Gibt's hier irgendwo eine. Achso, du musst hier zur Tür kommen. Komm mal her. Ah, jetzt! Jetzt nehme ich die Tür da unten wieder zu und jetzt kann es hier losgehen. Ja, denn? Bereit? Auf geht's! Gar nicht so viele Leute auf einmal hier, das ist ja doof. Okay. Ein Badass habe ich schon mal gefunden. Ich brauch mehr Explosivwaffen, definitiv. Oh, oh. Wie kommst du klar? Ja. Wer denn da? Ich komm mal zu dir. Obwohl ich dich. Was? Badass Rang 50? Obwohl ich echt Schwierigkeiten hab. Mein Inventar ist voll. Ah doch, die Feuerpistole ist doch gar nicht so schlecht. Was macht der denn da? Ich will ja nicht sagen, aber irgendwie ist doch die Hütte voll irgendwie. Ja, wir haben vor allem noch eine Minute Zeit, um die Hütte leer zu machen. Ja, ich weiß. Und ich sterbe hier gleich. Ich werde leicht, du bist schon gefallen. Wo bist du denn? Da. Ja, vor allem die Talk-Architekten sind gar nicht unser Ziel. Hey, Alter Schwede. Ja, das ist die dritte Stufe, ne? Aua! Und wie immer, wenn ich gehe down, dann ist kurz irgendwie alles voller Zeug. Dann sehe ich wieder was und dann liege ich wieder auf dem Boden und dann sehe ich nichts mehr. Oh fuck, ich fällt um. Ich kipp um. Ich ahne und befürchte mich, dass wir das nicht schaffen. Es sei denn, das ist der letzte Bad, das du gerade erschossen hast. Aber der Trainer ist ja noch da. Alter. Nicht lassen wir es sein. Kommen wir später wieder, wenn wir stärker sind. Ja, warte. Zeit haben wir noch 24 Sekunden noch? Nein, ich bin gestorben. Was? Das geht doch gar nicht. Scheiße. Oh, er ist ohne Abgeschatz, Alter. Aber leider nicht der letzte, oder? Keine Ahnung. Alter Schwede, ey. Ist ja ein Kampf, ey. Also anscheinend nicht der letzte. Warum war noch nicht der letzte? Ah, ich hab den letzten gefunden. Fuck, aber das schaffe ich nicht mehr in 3 Sekunden. Ja, der stand hier hinten in dieser. Da Dings. Jetzt musst du da schießen, einfach nur aus. Ja. Scheiße, ey. Naja, was soll's. Was ist halt denn so? Warte mal hier. Immerhin. Ich meine, es kommen mir immer noch so eine komischen Torch-Marken bei rum. Vorhin das Zeitlimit war beim ersten. Warte, wir gucken hier in der Wand kleben. Ja, es. Das Zeitlimit war immer weniger. Halt. Das war mir beim ersten Mal eigentlich so bewusst, ich muss mal kurz Sachen verkaufen. Ich bin nämlich voll. Bessere Ware findest du nirgendwo. Töte ihn, wieso? Das Ding kommt weg, das Ding kommt weg, das kommt, Ding kommt weg, das ist Quatsch, Quatsch, Quatsch. Sag ich auch Quatsch, Quatsch. Du bist noch fröhlich am Rumballern, Hölk, da auf jeden Hintergrund raus. Wenn du noch lebst, sehe ich zu, dass es so bleibt. Das kommt weg, das kommt weg, das. Aber machen wir das halt immer die andere Mission. Kneipenschläger, aber boah. Ah ja.
also zumindest reich werden könnte man mit diesen Kämpfen, wenn man die mal. Obwohl eigentlich wäre es eigentlich eine. Also wenn man wirklich Langeweile hätte und sich hier hochspielen wollte, wäre es eigentlich eine super Idee, diese Kämpfe immer und immer wieder zu machen und zu verlieren, weil die lassen ja diese Badass-Marken fallen. Ich meine nicht viele, eine, zwei. Drei Stück habe ich jetzt diesen Fight hier gefunden, aber trotzdem. Das ist sogar 13 von dir, Alter. Ja, das ist nicht ganz billig. Also, ich glaube, wenn kriegst du die Kohle mehr durch Missionen ran als durch alles andere. Aber es geht ja doch relativ voran. Wir sind jetzt bei 50. Und haben jetzt gerade ein paar Missionen gemacht. Also, naja, das wird schon irgendwie. Ja. Wollen wir weiter? Andere Missionen? Jupp. Ich muss mal als nächstes machen hier. Eine Montage. Boxy ist der neue Sponsor. Gladiatoren vermarkten sie ebenso erfolgreich, wie sie die Aufmerksamkeit von ihrem Gesicht weglenkt. Und prompt hat sie auch schon einen Plan für dich. Yay. Na gut, die Mission hier. Dieses Verkaufen von irgendwelchen Zeug, was man so findet. Feuerstoß während des Zooms? Ne, das ist doof. Oh. Ich habe gerade einen 3000er Sniper mit Slack-Schaden gefunden, aber es kann halt sonst so wie nichts. Und ein 2500er Explosionsschaden-Dings. Das gucke ich mir, glaube ich, nochmal näher an. Hohe Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Frage. Also teilweise sind so eine grünen Waffen doch gar nicht so schlecht. Muss mal gucken, wie gut das Ding hier ist, aber... Er hat halt eine mickrige, miese Kadenz und schießt unglaublich langsam. Was? Gibt's hier nicht eigentlich einen Schnellreisepunkt? Nee, oder? Wir müssen also laufen. Autofahren ist nicht drin, Schnellreisepunkt gibt's nicht. Tja. Ist ja ein Elend. Begib dich zum Badass. Was? Der Badass-Krater Bar? Die hat schon wieder eine Bar aufgemacht? Wie viele Bars hat die denn? Aber es gibt jetzt hier ein Missionsbrett, sehe ich gerade so vom Rad. Ist das hier richtig? Nee. Also schon, aber. Falsche Straße. Lass mich raten, du lädst immer noch. Nö, ich bin schon da. Also, ich sehe dich schon quasi, wie du da rumkicherst. Ja, und du ja Freunde gefunden hast anscheinend. Nein, ich habe nur einen Öltank kaputt geschossen. Ach so. Wir haben es ja so dicke, weißt du, mit Gas und so. Ja. Da kann man also einen Tank schon mal kaputt schießen, das ist gar kein Problem für mich. Ach ja, da vorne gibt es eine Mission. Bin ich aber gespannt. Manchmal vermisse ich meinen Adler. No. Nicht beim Ballern saufen, was? Absoluter Rückruf? Schlechte Neuigkeiten. Ein kranker Zwerg ist vor 2 Wochen in den Kessel der Black Label Brauerei gefallen. Das ganze Bier ist vergiftet. Kannst du mal nichts kaufen. Kill jeden, der ein Bier in der Hand hat und bring so viele Flaschen zurück, wie du kannst. Hä? Wie sollen die Leute killen, die das Bier haben? Komm mal zu mir und guck dir mal das Angebot des Tages an hier, ja? Bei dem hier. Das kostet doch sowieso wieder 612 von diesen Torsprungen. Ja, spielt doch keine Rolle. Aber guck dir mal, wie wenig Schaden ihr macht. Ich sehe, es ist ein Raketenwerfer, aber ich kann ihn nicht anklicken. Warum eigentlich? Doch, jetzt. 94.000 Schaden, Name Dropper, Derp Nuken. Ja, das wusste ich schon, dass es die gibt. Das stand auch in diesem Wiki drin. Es gibt ein paar Waffen, die immer gleich sind und die haben halt immer das gleiche Namensschema. Also du kannst 2 Schuss mit abfeuern, weil es ja 2 Schuss pro Schuss verbraucht. 94.000 Schaden ist natürlich nicht schlecht. Mhm. Das Ding, was ist da parallel, das Lierende, was es da gibt, das macht nicht ganz so viel Schaden. Oh, naja. Naja. Warte mal, das mit dem Bier, das wollen wir jetzt auch nicht machen. Wir kommen sicherlich ja nochmal her zu der Pyro Pizza Bar. So auf zu schießen. Begib dich zum Bett des Krater, ja genau. Na. Reise los! Lass dir Zeit. Ja? Lass dir Zeit. Wir haben es ja nicht eilig. Wir haben doch keine Zeit. Ach, hier können wir wieder Auto fahren, die wird so halt. Mit die Tupplerhöre, ey. Was denn? Na, die ist tum-tum-tum-tum-pum. Das war eine leere Cola-Flasche. Mhm. Also eine jetzt leere Cola-Flasche. Was steht denn da oben? World Hunter? Ach so, das ist die Bestenliste. So. Die steht da oben. Ach so, ernsthaft, ja? Naja, Motorbomber ist der letzte. Danach fehlt der, kommt der, ich kann es nicht ganz lesen, Boy. Und das letzte ist halt Pisten, erst auf Platz 1. Na gut, die anderen sind jetzt nicht so wichtig, wir sind ja schon auf Platz 4. Als nächstes kommt MoMA. Wo ist denn hier der Auto? Ach, da vorne.
Wollte gerade schon wieder rummeckern. Warte mal, toll Torque verkauft so eine Motorräder. Ich will auch so ein Motorrad haben da. So ein Moped. Ja, aber gibt's ja irgendwie scheinbar nicht. Das ist ja. Lass mal die Leiter hochgehen. Ja, das habe ich mir auch gerade so gedacht. Wenn es zumindest schon so eine Leiter gibt, dann gibt's ja meistens sowas dahinter. Ah, nö. Ja, runterfallen wäre auf jeden Fall uncool. Ah, na bitte, es gibt eine Waffenkiste. Wo wahrscheinlich wenigstens drin ist, aber es gibt eine. Wie angekündigt, Herausforderung Battlesrang 4. Ja, es gibt ein Raketenwerfen, schießendes Maschinengewehr. Und einen Sniper mit relativ. Bist du schon wieder runtergefahren oder was? Jo. Und einen Sniper mit 4,2000 Schaden. Also 4. Nein, verdammt, jetzt habe ich. Wolltest du schon mal so einen Raketenwerfer und das Maschinengewehr sehen? So sieht's aus. Hui. Was? Baller mal. Ich hab gerade. Ist das Ding ungenau. Vor allem verbraucht das viel Munition, das Ding. Das raketenwerfende Maschinengewehr. Oh Mann, ey. Was ist hier meine Pistole? So viele. Ich hab unglaublich viele Sniper dabei. Ich sollte immer echt wirklich ein paar verkaufen. Ich hab hier. Für jede Situation haben wir eins. Ich hab einen Säure, ich hab einen Schild-Sniper, ich hab einen Feuersniper. Das Einzige, was ich nicht habe, ist ein Explosions-Sniper. Das, was ich jetzt am meisten bräuchte. Tja. Ja, wir wollten doch eigentlich ein Auto holen. Fällt mir grad wieder ein. Das ist ja. Ist ja. Ist ja. Mal fertig. Warum fahren. Ein Boom-Bike war das. Ich denke mal, die wären uns nur gefährlich geworden, wenn wir auch tatsächlich mit einer Karre unterwegs gewesen wären und nicht hier so eine Fußgänger machen. So, hol mal hier so eine Kiste ran hier. Hab ich doch schon. Bin da sehr weit voraus. Guck mal, schaffen wir das? Alter Schwede, nicht schlecht, Mann. Ja, aber irgendwie. Aber stellt sich die Frage, was wir hier oben sollen, ne? Er hat's nicht geschafft. Nee, ich glaube, die springen da mit Absicht runter. Können wir da rüber? Nee, da ist Levelgrenze, oder? Scheint so, wa? Ja, ich möchte da in die Ungarn runterspringen. Aber wir haben zumindest mal eine einzigartige. Aua! Haben wir zumindest eine einzigartige Perspektive. Ja. Ich glaub, wir können ein bisschen abkürzen. Wir sollen ja. Wo sollen wir denn eigentlich hin? Ach, egal. Wir sind ohne so genau. Bam! Ja, die Karre hat zum Glück eine ziemlich gute Federung. Da kann man sowas ausgleichen. Mhm. Ach, ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Die Bar ist. Die Bar. Die Bar ist da, wo wir ganz am Anfang vorstanden, glaube ich. Wo wir nicht reinkamen. Ja, doch. Ah, es kommt hin. Oh, wir haben Besuch. Ja, dann tut ihn halt. Jo, Moxies. Verdammt, das hätten wir auch letztes Mal lesen können. Moxies Red Light. Hier sind wir richtig. Hast du es dann? Ja, ja. Komm. Oha. Die Zwerge da hinten schmeißen Granaten auf dich. Ich hab dann. Ja, denn? Na dann klick an da. Hört automatisch drin in den Pult, oder? Ja, aber nicht, wenn du im Auto sitzt. Nee. Doch. ja, also, naja, weißt ja. Sieht ja genauso aus wie in einer anderen Bar hier. Aber genauso. Obwohl, naja, gut, nicht ganz so, aber auf dem ersten Blick sah sie echt so aus. Aber irgendwie. Warum fühlt sich vor allem, wie hat sie es vor uns hergeschafft? Im Moment belegst du Rang 4 auf der Talk-Tabelle. Aber keine Panik. Nichts ist cooler als ein flotter Dreier. Tabelle, was ich meine jetzt. Ja, ja. Platz Nummer 3 ist eine menschenfressende Pistensau namens Motor Mama. Du brauchst ein bisschen Training, bevor du es mit ihr aufnehmen kannst. Aber ich habe die beste Trainerin in der Branche engagiert. Triff dich mit ihr. Motor Mama hat sich verkrochen und wartet ab, bis sich die anderen Gladiatoren gegenseitig killen. Wenn du fertig trainiert hast, kannst du sie hervorlocken. Ellie? Triff dich mit deiner neuen Trainerin? Ist aber nicht. Ist aber nicht die ich denke, oder? Wer soll es denn sein? Die Dicke. Oh nee. Das wäre natürlich witzig. Oh, oh, komm mal her. Oh nee. Torque Jackpot. Komm da. Ja, hat das eigentlich gerade gar nicht gekostet? Oder? Digga, guck mal. Spielen, da steht TM5. Denn die hast du diese Torch-Punkte. Ach hey. Komm, einmal versuch ich's noch.
Yay! Aber es hat trotzdem nicht gebracht. Das lassen wir mal lieber sein. Oh oh. Das sind normale. Das sind die normalen Slot Machines. Hey, ich hab drei. Achso, da, da ist die Waffe. Na gut. Naja. Wollen wir dann. Was hat denn eigentlich gekostet jetzt so für dich? 3.500? Hast du gerade da ein. Ja, 3.500 kostet der Spaß. Das geht aber eigentlich, wa? Oder? Oh, ich dachte, ich krieg ja einmal den Jackpot mit diesen drei Markus-Gesichtern, aber nein. Ich tue jetzt mal wieder die Dingers raus. Oh, toll, eine weiße Waffe. Egal, jetzt hier, jetzt reicht. Ja. Ich hab schon wieder geklickt. Verdammte Spielsucht. Hier. Hey, drei. Na ja, toll, ich hab so einen Skin hier freigeschalten. Ne? Herzlichen Glückwunsch aber auch. Ja, hab ich hoch. Hochgekriegt. Bin ich hier rausgekommen? Was ist das jetzt hier? Was macht er denn hier, Sir Hammerlock? Ja. Der steht einfach rum in der Bahn. Na egal. Ja, komm hier. Klack, klick. Ah, hier ist auch ein Teleportpunkt eben. Na egal.